Mein Name ist Pierre Breu, ich bin freischaffender Künstler. Ich habe eigentlich, solange ich zurückdenken kann, immer mich kreativ betätigt und habe dann den Weg endgültig in die Selbstständigkeit gefunden mit den 90er Jahren. Also ja, ich war als Jugendlicher schon immer aktiv im Zeichnen mit Bleistift. Ich habe sonst auch immer etwas Kreatives gemacht, was ich so gehört habe von meinen Eltern. Und bin dann im Schulalter etwas langsam weg vom Zeichnen, weil es natürlich nicht mehr cool war im Teenageralter. Glücklicherweise ist hier gerade die Welle vom Graffiti über Europa gekommen. Und so habe ich eigentlich dort ein bisschen, meinen Weg gefunden und bin glücklicherweise der Kreativität treu geblieben. Ende der 80er Jahre habe ich das Ganze entdeckt, als es auf Zürich gekommen ist. Und die ganze Szene war hier noch sehr klein gewesen. Man hat einander gekannt. Das ist, wenn ich mich zurückerinnere, das war das Gleiche mit der Skateboard-Szene. Vorher noch ein bisschen. Dort hat auch jeder gekannt, das war eine Familie gewesen. Und so war es auch im Graffiti eigentlich. Es haben alle einander gekannt, die einen sind ein bisschen so in Gruppen auftreten und man hat es aber wirklich gut miteinander grundsätzlich. Und dann sind so langsam die Machtkämpfe gekommen, im positiven Sinn, oder? Man hat sich gegeneinander man hat kreativ gegeneinander geschafft, das heisst, man hat immer probiert, die besseren Bilder zu sprayen, ein bisschen mehr aufzufallen wie die anderen. Es sind dann verschiedene Crews aufgekommen. Ich habe dann natürlich auch geschaut, dass ich in gute Gruppen aufgenommen werde. Und so ist eigentlich der Austausch. Ich war viel in Basel, in Zürich bin ich auch immer mal wieder gewesen. Ich war eigentlich überall ein bisschen aktiv gewesen. Und nachher ist es natürlich schnell auch über Grenzen ausgegangen auf Deutschland. Deutschland war sehr aktiv gewesen am Anfang. Und dann natürlich weiter Spanien, Frankreich, bis dann über den grossen Teich, wo das Ganze angefangen hat. Ja, was soll ich sagen? Ich war früher noch sicher ein extremer Punk gewesen, ein Freak gewesen. Ich habe probiert, das Gesetz überall irgendwie ein bisschen zu brechen oder ein bisschen an Grenzen zu gehen. Als Jugendlicher. Und wenn ich das heute anschaue, verstehe ich das die Jugend auch besser. Heutzutage. Ich sehe die Problematik, weil es hat sich alles viel mehr verschlimmert. Und ich probiere halt meinen Anteil zu leisten dort. Ich tue zum Beispiel für den Kanton Aargau gebe ich an der Schule Graffiti-Unterricht. Das heisst, ich kläre die Jugendlichen auf, was Graffiti ist, was die Folgen sind, was aber auch die Stärke ist von Graffiti, dass man eben kann kreativ sein kann und niemand kann sagen, das ist jetzt irgendwie kein richtiger Hund, sondern er sieht aus wie ein Elefant. Und probiere dort halt einfach wirklich etwas ein bisschen mitzuteilen. Und das geht natürlich weiter. Ich probiere ansonsten die Leute der Kunst näher zu bringen. Ich probiere zu vernetzen. Ich sehe das ein bisschen als einen Auftrag. Wir Künstler haben einen Auftrag, meines Erachtens. Jeder sieht das ein bisschen anders. Ich will nicht behaupten, dass jeder Künstler jetzt muss sozial tätig sein oder so Aufträge entgegennehmen. Bei mir ist es einfach so, ich finde es wichtig und ich finde es gut. Und je mehr, je länger sich die Jugendlichen beobachten und anschauen bei diesen Kursen, je mehr bin ich einfach auch frustriert, wie das weitergeht. Wie die Kreativität verlieren, wie die Begeisterung verlieren, wie man heutzutage verlernt, irgendwie selber mal noch irgendetwas zu machen. Man ist eine Konsumgesellschaft und ich habe es einfach total anders erlebt und habe glücklicherweise durch das heute den Rang im Leben gefunden und kann mich durchschlagen. Aber wenn ich schaue, wie das so weitergeht, dann habe ich die grössten Ängste zu sehen, wie die Jugendlichen einfach ohne dass sie eigentlich schuld sind, in eine Richtung gesteuert werden, wo es einfach nur mehr kann, bergab gehen. Und darum ist es ganz wichtig, dass sich unsere Gesellschaft auch dort ein bisschen bemüht. Weil die Jugend ist eigentlich unsere Zukunft. Und darum sollte man dem eigentlich gut schauen. Und man sagt ja, nachdem Kind 3 bis 6 sind, ist es vorbei, oder? Und das ist eigentlich beängstigend, wenn man an so Sachen denkt.
Ich habe das Gefühl, als Künstler hat man einen Auftrag. In unserer Welt, wenn es keine Künstler gäbe, dann wären wahrscheinlich viele sehr glücklich, weil das kostet nur viel Geld. Aber wenn die Kunst wirklich nicht mehr rum wäre, dann würde man vielleicht mal realisieren, wie wichtig das Kunst ist für das Gemüt, für den Geist, für den Mensch. Es kostet zwar Geld und man kann es nicht genau klar definieren, was es einem bringt. Aber sind wir mal ehrlich, wenn die Leute irgendwie extrem psychische Probleme haben, so geht man oftmals in die Kunstrichtung, um die Leute irgendwie wieder ein bisschen grounden und ein bisschen erden. Und darum finde ich, ist Kunst extrem wichtig und sollte nicht nur in den Galerien vorhanden sein, sondern im öffentlichen Raum, was ja Graffiti eigentlich dort mal gross präsentiert hat und losgetrieben hat. Ich habe das Gefühl, ich habe sehr ein gutes Leben. Ich bin sehr viel im Ausland und wenn ich sehe, was dort läuft und wie sich dort die Leute durchschlagen müssen, dann muss ich sagen, geht es mir eigentlich sehr gut. Ich kann meine Ideen größtenteils umsetzen, muss dort natürlich auch immer ein bisschen schauen, aber das macht es umso spannender, weil man dann einfach nicht oberflächlich wird oder einfach auf einmal anfängt, teure Materialien nehmen und dann sagt, das ist jetzt halt grosse Kunst, weil es teuer ist. Weil was teuer ist, muss nicht gute Kunst sein. Und ich glaube, dort ist auch mein Schwerpunkt. Ich probiere mit möglichst Sachen etwas zu machen, wo niemand mehr beachtet. Am liebsten habe ich Sachen, die total laut sind und probiere die dann in einen neuen Kontext zu bringen, wieder interessant zu machen und den Leuten somit auch aufzuzeigen, dass eben auch das kann interessant sein, was eigentlich niemand mehr beachtet. Und es geht oftmals schon richtig Abfall. Also, ich habe schon oftmals erlebt, dass die Leute mich angeschaut haben als einer, der irgendwie Abfall sammelt. Aber wenn es am Schluss gerahmt war oder dort gestanden ist, haben sie denn das plötzlich ganz anders angeschaut. Es ist jetzt Samstagmorgen um 7:30 Uhr. Ich fahre jetzt ab auf Tijuana, Playas, und will nachher dann dort eine Grenzwand bemalen für die Border Angels. Ich habe nichts Schriftliches, kein Papier. Ich weiss nicht, ob jemand wird dort sein wird, um mich abzuholen. Ich gehe jetzt einfach mal, ich habe die Farbe dabei. Und ich hoffe mal das Beste, dass nach so vielen Jahren das endlich mal zu klappen kommt. Und ja, wünsche mir Glück. Ich habe das Auto gewechselt, weil ich darf mit meinem Mietauto nicht auf Mexiko. Das heisst, ich habe jetzt ein anderes Auto gefunden und bin jetzt ein paar Meter vor der Grenze. Hoffe, dass ich ohne Probleme überkomme mit meinen ganzen Spraydosen und dem Material. Ich bin jetzt in Tijuana und warte auf eine Kontaktperson, die mich dann zu dieser Wand bringen soll. Ich habe es geschafft. Ich bin jetzt an der Grenzwand. Das ist die Wand, die ich bemalen werde. Es ist zwar niemand mehr da, aber ich habe jetzt meine Farbe hier und werde jetzt einfach mal anfangen und schauen, dass ich möglichst weit komme, ohne dass mich etwas stört. Ich reise ja sehr viel. Ich schaue, dass ich mindestens einmal im Jahr im Ausland noch einmal bin. Ich bin momentan viel in Asien, bin früher noch viel in den USA gewesen. Ich lerne viele Leute kennen auf diesen Reisen. Ich probiere in diesen Ländern möglichst einem Ort länger zu sein. Ich war in Argentinien 3 Monate gewesen. Eben in Bangkok bin ich über 3 Monate gewesen. Ich probiere das Leben dort zu erleben und die Leute zu verstehen und das System und was abgeht in diesen Ländern. Und anhand von diesen Sachen entstehen in meinem Kopf Ideen. Anhand von diesen Ideen entstehen wieder neue Figuren. Und ich sehe das halt so, ich will eigentlich auf meiner Reise viel lernen und das den Leuten auch hier ein bisschen mitteilen. Weil viele Leute haben die Möglichkeit, die Zeit oder das Geld nicht zum Reisen oder finden es einfach nicht wichtig. Und ich denke halt, je offener dass wir sind,
als Menschen der Welt gegenüber, je besser kommen wir vorwärts und je mehr können wir verändern. Und darum ist Reisen etwas sehr Wichtiges in meinen Augen. Und ich probiere halt so, den Leuten ein bisschen mitzuteilen, was meine Erfahrungen sind. Mir geht es nicht darum, dass ich sage den Leuten, so und so ist es, sondern es geht mir darum, sich den Leuten zu sagen, so und so habe ich es erlebt. Und dass sich die Leute vielleicht auch Gedanken machen und etwas in die Richtung verändern. Und darum, ich bin wie eine Maschine, ich denke 24 Stunden am Tag. Egal was ich mache, auch wenn wir jetzt hier reden, schaue ich dort dahinter dran in mein Bild hin und denke dort bei diesen Trachtensachen, dann könnte ich noch irgendetwas optisch verändern. Und je nachdem, wie ich dann dran bin, spickt wieder irgendetwas aus dem Kopf raus und entsteht wieder etwas in meinen Händen. Unglaublich, aber wahr. Ich habe das Bild fertig. Nach 5 Minuten war die Polizei da, aber man konnte das regeln. Und ja, ich konnte meine Message jetzt hier hinterlegen. Ich hoffe, das bewegt die Leute ein bisschen. Und bin glücklich, dass nach 14 Jahren das Projekt endlich funktioniert hat. Danke. Ich habe 15 Jahre lang Aufträge gemacht. Ich habe Flugzeuge bemalt für Pilatuswerke, ich habe Boote gemacht, ich konnte Ausstellungsstände für Siemens machen. Ich durfte für Pink Floyd Schwein Alge für die Europa-Tournee besprayen. Ich habe extrem viele tolle Sachen gehabt. Heutzutage ist es so, ich mache weniger Aufträge, ich mache eigentlich sozusagen gar keine Aufträge mehr. Wenn es möglich ist, ich probiere meine Ideen umzusetzen, ich probiere das zu machen, was mir im Kopf rumschwirrt, weil es ist fast eine halbe Vergewaltigung gewesen, 15 oder 20 Jahre lang im Kopf so viele Ideen zu haben und die nie können, ausleben können, nur weil ich haben müssen, oder haben dürfen natürlich, Auto, Flugzeuge, Ausstellungsstände machen. Das war ganz wichtig für meine Laufbahn, um zu wissen, was ich wirklich will und auch zum Überleben, weil ich musste schauen, wie ich nie über die Runden komme. Heute schlage ich mich mit meiner Kunst durch und ich habe gelernt, nicht mehr so viele Ansprüche zu haben mit irgendwelchen Sachen, sondern bin zufrieden mit dem, was ich mache. Da komme ich relativ günstig durch, habe gute Vernetzungen, gute Kontakte, verkaufe ab und zu mal wieder irgendetwas. Und so bin ich in der glücklichen Lage, dass ich nicht mehr grosse Aufträge machen muss. Mache aber immer mal wieder gern einen Auftrag, wenn ich ihn von der Idee her spannend finde oder vom Auftrag selber. Und eben, ich muss auch leben und so gibt es ab und zu mal, dass ich wieder einen Auftrag mache, wenn ich kann Geld verdienen damit. Wenn ich bei den Schulen Unterricht gebe, verdiene ich auch etwas. Und das ist natürlich ein super Auftrag, weil dann mache ich noch etwas Gutes für die Gesellschaft, habe Kontakt zu der Jugend, was eben auch immer wichtig ist, dass man irgendwie auch jung bleibt und die Welt versteht. Ich mache das, was ich gerade Lust habe. Das war früher beim Sprayen das Gleiche gewesen. Wenn ich Lust hatte auf Düster, dann habe ich ein düsteres Bild gemacht. Alles in Grautönen, in Schwarztönen. Wenn ich das Gefühl hatte, irgendwie die Welt ist ein bunter Planet, dann habe ich etwas Buntes, Wildes gemacht. Und manchmal habe ich halt etwas ganz klar, geradliniges gemacht. Und so ist es auch mit der Kunst jetzt. Ich gehe manchmal zurück zu meinen Wurzeln auf Appenzell, probiere das neu zu analysieren und neu aufzuzeigen, wie es in der heutigen Zeit eben ist oder wie ich das sehe. Und hankerum gehe ich wieder zurück zu meinen schlichten Figuren, die ich seit Anfang der 90er Jahre mache. Oder ich habe nochmal einen Ausschweifer und gehe auf Kuba und gehe dort politisch mich informieren, was dort genau abgeht und sage dann meine Meinung dazu. Eben, ich bin extrem vielfältig. Ich mache das, wo ich gerade Lust habe, weil dann habe ich am meisten Energie dahinter. Und ich habe aufgehört, nach System irgendetwas zu machen, weil als Künstler sollte man frei sein und sollte man das so machen, wie man möchte. Und wie man gerade die Lust verspürt. Dem irgendetwas zu machen, wo ich kann sagen kann, wo von der Größe her oder von der Wichtigkeit her meine liebsten Sachen sind. Ich habe mal mein Leben probiert auf Leinwand zu bringen. Ich habe 24 Leinwände besprayt. Jede war ein Quadratmeter gross gewesen. Vom Illegalsprayer, vom Künstler zum Legalsprayer, zum anerkannten Künstler bis heute. Und
habe das ausgestellt, das Werk, und habe zu meinem Erstaunen das innerhalb von 2 Wochen verkauft. Das war 12 Meter lang gewesen. Und das ist auch heute noch eines meiner liebsten Werke, weil es einfach extrem viel aussagt und weil ich einfach da, wo ich dort mal das Werk geschaffen habe, extrem viele Emotionen durch mich durchgegangen sind. Und jetzt, wenn ich das wieder anschaue, kommt das hoch in mir. Ich glaube, es ist normal, dass wenn man etwas intensiv macht, dass man sich verändert, und das ist auch gut so. Damals hat das gestimmt mit diesen Schriften und habe ich mich ausleben in dem Ganzen. Meine Philosophie über das Leben hat sich verändert. Ich habe meinen Fokus auch verändert. Ich will heute nicht mehr irgendwie einfach aktiv sein für eine Szene oder wie ein Hund möglichst viel Lecken markieren in dieser Welt, sondern ich will etwas verändern. Ich will mich selber verändern. Ich habe viele Ideen und ich will das ausleben. Und so bin ich dann auch mehr und mehr in Kunst hineingerutscht. Kunst ist aber wieder ein weiter Begriff. Ich hatte das Glück, dass ich mit dieser Graffiti-Bewegung gross geworden bin, wo es eben in erster Linie nicht darum ging, sich zu vermarkten, Geld zu verdienen oder möglichst berühmt zu werden in Galerien und so. Sondern dort ist es wirklich um die Sache gegangen. Es hat sich heute natürlich auch total verändert. Man lernt heute junge Sprayer kennen, die sagen, ihr Traum sei sein, von ihren Bildern leben zu können und die Galerien ausstellen, obwohl das meines Erachtens nichts mit Graffiti zu tun hat, von dort zu mal. Oder? Ich habe das über 20 Jahre intensiv gemacht und man vergisst in der heutigen Zeit, wie überall, dass gewisse Sachen einfach seine Zeit brauchen und man nicht einfach kommen kann und schnell etwas machen kann. Aber eben, das ist der Geist der heutigen Zeit. Heutzutage will man 50 Sachen in einer Stunde machen. Man hat nicht mehr Geduld, irgendjemand von der Kippe auf alles zu erlernen und zu verstehen und zu hinterfragen. Ja, und natürlich früher war es eine ganz andere Zeit gewesen. Man muss sich das vorstellen. Ich bin fast ausgeflippt, als ich das erste Mal ein Handy hatte, in den Bergen gestanden bin und meinem Sprayer-Kollegen angerufen und gesagt, du glaubst es nicht, ich bin jetzt in den Bergen und ich rufe dir an, ohne ein Kabel. Da flippe ich heute noch aus, wenn ich daran denke. Und das ist ja nur die Spitze vom Eisberg, was sich alles verändert hat. Wir hatten früher nicht so Vernetzungen gehabt. Früher ist man, ich habe das Fortin-Key durch Glück mal irgendjemand gefunden in den 90er Jahren und habe mich anhand von dem Magazin informiert. Da hat das Internet noch nicht gegeben. Man hat nicht gewusst, was in anderen Ländern, sprich denn überhaupt in anderen Städten abgeht. Man musste schauen. Und ich weiss, ganz am Anfang konnte ich genau sagen, wenn ich ein Graffiti gesehen habe, ich konnte sagen, das muss ein Zug-Style sein, das muss ein Basel-Style sein, das muss ein Zürich-Style sein. Das war natürlich extrem genial gewesen, weil jede Stadt hat sich selber entwickelt. Diesen Leuten war es wichtig, dort etwas Eigenes auf die Beine zu stellen, einen eigenen Stil. Und ich meine, das ist auch heute mit der Musik, ist das genial. Ich höre eine Band und ich denke, die sind irgendwie von Chicago oder von New York. Dabei sind sie von Bünzen oder von Boswil. Und im Graffiti ist es gleich. Auf der einen Seite ist es genial. Heutzutage wird alles gesprayt. Man kann nicht mehr sagen, das ist ein perfekter New York-Style oder München-Style oder so. Sondern es kann überall das Perfekte entstehen. Dafür ist einfach Kreativität gesunken. Durch das erstens mal, dass man im Netz 1000 Sachen sieht, also kopiert man. Weil das geht am schnellsten. Kopieren und zusammenfügen. Die Leute, die heute gut sind im Kopieren und Zusammenfügen, das sind die dann irgendwie gross rauskommen. Aber das sind nicht die, die wirklich die Sachen entwickelt haben. Weil entwickeln heisst, Jahre reinstecken, Stunden. Ich habe etwa 6 Blackbooks gefüllt mit Zeichnungen. Ich habe mich mit den Kollegen austauscht und das hat alles einen extremen Zeitraum gebraucht, um so weit zu kommen. Und ich konnte nicht im Internet schauen. Und früher hat man eben auch noch viel andere Werte gehabt. Das klingt jetzt so, es klingt jetzt himmeltraurig. Ich meine, ich fühle mich noch jung, aber wenn ich so zurückschaue, wenn ich einfach die Werte von heute anschaue, ist das wirklich wie ganz total andere Zeit. Weil früher haben wir noch die Werte gehabt, man hat noch eine extreme Ehre gehabt, man wollte besser sein wie die anderen, man wollte beweisen, dass man einen Schriftzug noch mehr ausdüfteln, noch besser Sachen herausfinden und dass man eben der Erste sein kann, der irgendeinen Style erfindet oder irgendein Detail. Man hat sich darin vertieft, das war wichtig. Und man hat sich zehnmal überlegt, was man sprayen will, weil Spraydosen haben viel Geld gekostet.
Und heute kommt man das Geld über von den Eltern. Man geht im Internet surfen, schiebt ein paar Styles zusammen und macht seinen eigenen Style und sagt dann, das ist es, oder? Man hat nicht mehr den Stolz, selber etwas zu entwickeln, weil man hat ja keine Zeit. Weil man will dann am Abend noch irgendwie an Laptop hocken und ein paar Spiele machen oder man will noch irgendwie dann noch schnell im Internet sonst etwas anschauen oder noch Fernsehen schauen oder noch in den Ausgang gehen und in der Bar sich treffen mit den Kollegen. Also man hat einfach nie mehr die Zeit und das wirkt sich natürlich auch im Graffiti aus. Wenn ich das heute anschaue, es hat nicht mehr, die Styles sind nicht mehr die Finessen und die Details, die eigentlich wichtig sind. Es ist alles so ein bisschen abgestumpft. Handkrumm muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht mehr in dieser Szene aktiv. Ich sehe nur, was jetzt der normale Bürger auch sieht, so ein bisschen auf der Straße, wenn ich unterwegs bin. Und ich habe einfach das Gefühl, man geht heute nicht mehr ins Detail rein. Man vertieft sich nicht mehr drin, man gibt sich nicht mehr die Zeit. Und das ist eben ganz wichtig, egal wo man ist, man sollte sich Zeit lassen. Das ist genau das Gleiche, wenn man Zeitungen aufmacht. Man sollte nicht einfach schnell lesen, weil man weiss nur, um was es geht, wenn man sich drin gibt und ein bisschen hinterfragt. Und es gibt doch nichts Schöneres, als wenn man irgendwann wirklich den Durchblick hat oder irgendetwas erreicht hat, eine Skizze gemacht hat, wo man jetzt sagen kann, ich kann im Internet surfen und ich sehe jetzt den Style nie nicht genau so. Oder? Ich habe etwas Eigenes entwickelt. Aber das geht uns einfach irgendwie langsam ein bisschen abhanden. Heute ist nur noch Quantität gefragt und nicht Qualität. Und irgendwelche kommen da mit Geiz ist geil. Und ich meine, das ist jetzt nur ein Schlagwort. Aber schlussendlich tut sich das in der ganzen Gesellschaft ausbreiten und wird dann eben sichtbar auch in der Graffiti-Bewegung, in der Kunstbewegung, im sozialen Bereich, im zwischenmenschlichen Bereich. Ja. Ich denke, die anderen Künstler sind extrem wichtig, weil die ernähren einem mit dem, dass man beobachten kann, was sie so machen. Ich habe vielleicht zu lange mich nur in der Graffiti-Welt bewegt und hatte sie in den letzten Jahren ein bisschen gestoppt. Ich bin mit Künstlern oft mal zusammengekommen, die total nichts mit meiner Kunst zu haben. Ich habe auch viele Künstler kennengelernt vor x Jahren, wo ich ihre Kunst gar nicht wirklich verstehe. Oder ich bin auch richtig Fotokunst gegangen, schauen. Oder Skulpturenkünstler, die aus Holz etwas machen. Und habe plötzlich entdeckt, dass durch das, dass ich ihre Kunst sehe, meine Kunst in einem ganz anderen Kontext sehe. Oder Sachen lerne, die eigentlich gar nichts mit meiner Kunst zu tun haben. Aber durch das, dass ich so in die fremden Gärten gehe, die nichts mit meiner Graffiti-Welt zu tun haben, plötzlich auf eine neue Ebene kommen. Und seit diesen 5-6 Jahren ist es extrem spannend geworden, weil ich total in neue Richtungen gegangen bin. Und das Graffiti begleitet mich noch, ist aber nicht mehr ein Schwerpunkt, sondern es ist eigentlich die ganze Kunst geworden. Und natürlich am liebsten bin ich mit Künstlern zusammen, die Tiefgang haben. Und viel ist es auch so, dass ich mit Künstlern zusammen bin, die halt auch noch am Kämpfen sind, weil dann spürt man die Energie. Entweder sind sie am Kämpfen um ihr Überleben oder sie sind sich am Auseinandersetzen mit ihrer Kunst und haben den Kampf mit ihrer Kunst selber. Und dort wird Kunst spannend, wenn der Künstler einen Kampf hat mit sich selber. Und dort gibt es dann auch den Tiefgang und dort gibt es auch spannende Gespräche. Und oftmals gibt es auch so richtige Kämpfe untereinander, was einfach das Ganze umso spannender macht.